Es ist wieder soweit, meine Freunde. Heute werden wir über das neueste Valorant-Update sprechen, nämlich Patch 3.07. Den Rundown habe ich für euch vorbereitet und wir haben noch ein ganz, ganz wichtiges anderes Thema, das ich euch gleich nach dem Intro nenne. Ja, Mundo des Food am Start mit einer weiteren Folge zu Valorant. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuesten Video hier bei mir auf meinem Kanal. Und ihr habt gerade eben schon richtig gehört, es gibt heute verschiedene Themen, denn... Ja, das Video für die Patchnotes, das hätte ich mir fast sparen können. Dann hätte ich einen, wie nennt man das auf YouTube, Short-Video? So ein Minuten-Video oder so? Ich glaube, das hätte vollkommen ausgereicht. Bevor wir also auf das andere Thema kommen, möchte ich ganz kurz mit euch zuallererst die Patchnotes durchgehen. So, da sind wir am Start. Valorant Patch Notes 3.07. Ich lese mal ganz kurz vor. Wir hoffen, dass der letzte Patch euch richtig umgehauen hat, denn Patch 3.07 ist eigentlich nur dafür da, um einige Crashes und Probleme zu fixen, die es in der Vergangenheit gab. Deathmatch wird minimal angepasst. Wir starten am besten einfach mal damit ganz kurz. Penalties removed for leaving Deathmatch early. Das heißt, in dem Moment, wo ihr aus dem Deathmatch-Modus rausgeht, werdet ihr nicht irgendwie eine Strafe bekommen, weil ihr eben mitten in der Runde rausgeht. Sie wollen aber euch quasi dazu bringen, dass ihr die Runde wirklich am Ende des Tages zu Ende spielt, damit ihr Erfahrungspunkte sammelt. Machen ja viele Leute zum Aufwärmen. Sie gehen rein, kommt vielleicht ein Freund oder sowas. Die Lobby, mit der man halt eben zocken möchte, ist ready und dann lief man. Und dann würde man jetzt in dem Fall keine XP mehr bekommen, aber man bekommt auch keine Strafe, weil man eben rausgegangen ist. Finde ich an sich ganz gut. Dann gibt es eine minimale Änderung für Viper's Wall. Passing through the highest portion of Viper's Wall now correctly applies instant decay to high-flying agents. Und auch Jett, die kann jetzt nämlich im Practice-Mode ihren Right-Click nutzen, wo sich ihre Kunai dann wieder aufladen, zumindest bei den Dummies, als auch den Diffuse-Practice-Bots. Kleinigkeiten, wie ich an dieser Stelle ganz kurz hervorheben möchte. Gibt aber eine Sache, die, glaube ich, mehr ins Gewicht fallen könnte. Und zwar ist es der sogenannte Raw Input Buffer. Hier steht, es ist ein neues Setting. Das gab es zwar in der Beta schon mal, oder gab es schon mal in der Beta. Das verbessert die Performance von Eingabegeräten, also der Verarbeitung von Eingabegeräten. In dem Moment, wo du die linke Maustaste zum Beispiel drückst, wie lange braucht das System, um zu sehen oder zu merken, dass du die linke Maustaste gedrückt hast, dann gibt es den Schuss, der abgefeuert wird und er landet bei eurem Gegenüber. Valorant has used Raw Input for Devices since launch, enabling Raw Input Buffer, adjust which RPEs are used for processing Raw Input. Das heißt, sie versuchen mit kleineren Verbesserungen eben daran zu arbeiten. Da geht es auch unter anderem um die Abtastrate eurer Maus oder eurer Geräte. Hier wird von den 8000 Hertz gesprochen von eurer Maus. Es gibt ja unterschiedliche Abtastraten und ich glaube, dass der ein oder andere vielleicht auch nochmal einen High-Sense, Low-Sense, Medium-Sense, Video und DPI zu Valorant sich wünschen würde, wo das gegebenenfalls vorkommen würde. Wenn dem so sein sollte, geht gerne mal in die Kommentare. Mich würde das echt interessieren, ob ihr der Meinung seid, dass euch so ein Video helfen würde. Weil dann würde ich es wahrscheinlich auf jeden Fall machen. Ich bekomme immer mal wieder die Anfrage, auch wenn ich in der Vergangenheit sehr oft die DPI gewechselt habe. Jetzt habe ich mich auf eine DPI eingeschossen und das funktioniert jetzt auch wunderbar. Das heißt, die Erfahrung der letzten Monate, die kann ich auf jeden Fall mit euch teilen. Last but not least haben wir noch Mini-Crashes. Ich meine ganz ehrlich, wir haben immer noch den Maus-Bug, dass die Maus oben links stuck ist, wenn man während des Spiels starten sind, die Maus bewegt. Wir kennen das alle. Das heißt, hier sind wir dann, was das betrifft, auf jeden Fall schon durch. Gucken, was Patch 3.08 bringt. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, was wir an Valorant auch verändern könnten im Laufe der nächsten Monate, damit ihr wieder mehr Spaß habt. Wir haben das Thema ganz, ganz oft in den Videos, als auch in den Streams noch. Ich bin aktuell in einer Losing Streak, nachdem ich jetzt Immortal 2 mit 149 Punkten gehittet habe. Ich glaube, ich habe jetzt 10 Runden am Stück verloren. Glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, die Lobby und auch, dass die Spieler einfach super toxisch sind, darüber braucht man, glaube ich, nicht zu sprechen. Wir haben neue Skins, eigentlich alle 2 Wochen. Content wird nachgeschoben mit neuen Maps, neuen Agents. Vielleicht wird es auch oder gehört es auch einfach zum normalen Prozess dazu, dass sich die Leute aufregen und emotional werden, wenn es um den eigenen Rang geht. Aber ich habe die ganze Zeit ein ganz, ganz großes Fragezeichen im Kopf, was ich mir eigentlich wünschen würde. Und deswegen würde ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz in den Dialog mit euch gehen. Sagt mir mal, was soll an Valorant geändert werden? Und sagt mir mal, da kommen wir dann auch zum allerletzten Thema des heutigen Videos, denn ich werde mit diesem Video hier die Kanal-Abos, die quasi ermöglichen, dass ihr mich unterstützen könnt für mich und meine Arbeit hier auf YouTube, die werde ich aktivieren. Ihr werdet sozusagen die Möglichkeit dann an der Stelle haben, diesen Kanal zu abonnieren. Deswegen möchte ich natürlich auch euch die Möglichkeit geben, den Kanal mitzugestalten. Valorant ist das absolute Hauptthema und ihr wisst alle, dass ich alles cover von Patches, neuen Skins, neuen Agenten, neuen Maps, alles was neu in Valorant ist. Das wird auch bleiben. Ich merke aber, dass Gameplay
ab und zu mal kommen kann. Aber eigentlich habe ich Ressourcen, um weitere Videos auf diesem Kanal zu bringen. Jetzt sind wir rein competitive-mäßig unterwegs. Ich habe ein paar Ideen, die würde ich euch ganz gerne kurz an dieser Stelle vorschlagen. Und ihr könnt gerne in die Kommentare gehen und mich wissen lassen, was ihr davon haltet. Denn es gibt so ein paar Sachen, die ich ganz gerne umsetzen wollen würde, wie beispielsweise wieder so eine Art Review-Format à la lohnt sich eigentlich Spiel XYZ, zum Beispiel in New World, zum Beispiel das neue Far Cry, zum Beispiel das neue Battlefield, nachdem ich das in der Beta im Stream ab Mittwoch, dem 6. Oktober, wo wahrscheinlich dieses Video hier live gehen wird, zocken werde. Und ein weiteres Videoformat, wo ich über zukünftige Spiele spreche, die eben rauskommen, also Releases etc. pp. Ich würde auch gerne wieder ein bisschen Real-Life-Stuff auf diesen Kanal packen, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das passt. Vielleicht mache ich dafür den zweiten Kanal. Ich habe das Thema schon ab und zu mal angesprochen. Deswegen ist mir wichtig, eure Meinung dazu zu hören. Ich habe eigentlich Ressourcen, um doch schon 5 bis 6 Videos die Woche auf Asmoogle rauszuballern. Deswegen geht gerne in die Kommentare und lasst mich mal wissen, was guckt ihr noch auf YouTube? Was würdet ihr gerne von mir sehen? Und damit verabschiede ich mich aus diesem heutigen Video. Vielen Dank für eure Unterstützung, sowohl auf YouTube, auf Social Media. Folgt mir gerne auf Twitter und Instagram und natürlich auch regelmäßig in den Livestreams. Wir haben immer eine sehr, sehr geile Zeit. Gute Laune ist das A und O, auch wenn man mal richtig salzige Lobbys hat, denn salze ich mir damit einfach am Nachmittag, mein Mittag erst meine Freunde. Ihr kennt's, kommt immer drauf an, wie man damit umgeht. Dankeschön fürs Einschalten, danke für euren Support. Stay tuned, das war Asmoogle und wir sehen uns in der nächsten Episode.